Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Channel GamerCouch. Es ist soweit. Heute ist der 23.05. und damit soll ich Teil von Paper Mario, die Legenden vom Unentor. Dieses schöne Game werden wir jetzt Let's Playen. Es ist heute für Donnerstag für Nintendo Switch rausgekommen. Das ist das Cover. Muss ich kurz schauen. Perfekt. Das kann man super sehen. So sieht's aus. Vorder- und Rückseite. Ab heute für 49 statt 59 bei mir im Mediamarkt ergattert. Und ja, wir werden uns in diesem Let's Play dieses wunderbare Game ein bisschen gegenüber anschauen. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach direkt an. Und schauen uns mal an, was uns hier erwartet. Wir tun eine neue Datei erstellen. Und ja, beginnen wir mal mit der, würde ich sagen. Und nun geht's erstmal zur Story. Heute erzähle ich euch die Geschichte von den magischen Karten der Sternjuwelen. Vor langer Zeit gab es einmal an einem fernen Ort eine riesige Stadt. All ihre Bewohner führten ein glückliches, unbeschwertes Leben. Man erzählte sich, es sei eine blühende, prosperierende Stadt. Bis eines Tages ein fürchterliches Unglück über die Stadt erfuhr. Der Himmel verfinsterte sich und die Erde bebte. Das Ende der Welt schien nahe zu sein. Innerhalb einer einzigen Nacht versank die Stadt im Erdboden. Viele, viele Jahre später war die Stadt bereits zu einer Legende geworden. Als kleine Spuren mehr ihre Existenz bezeugten, kamen Menschen, um erneut eine Stadt zu gründen. Diese Menschen sprachen in den Katakomben unter der Stadt ist noch immer ein uralter Satz verborgen. Und so wurde die Legende dieses Satzes in die Hafenstadt Rohlingen überliefert. Im besagten Rohlingen beginnt das Abenteuer. Um den legendären Satz und die magische Karte. Toadsworth muss einmal allein. Unter seiner ständigen Aufsicht machen Reisen gar keinen richtigen Spaß. Gelegentlich möchte ich mir schließlich auch einmal etwas allein ansehen. Aber irgendwie herrscht eine seltsame Stimmung in dieser Stadt. Jeder, junges Fräulein. Willst du dir nicht was Nettes kaufen? Ich habe die schönsten Waren der Stadt. Wie dieses Prachtstück hier. Dieses Kästchen ist sehr hübsch. Ist da auch etwas drin? Es heißt, in diesem Kästchen befindet sich die Karte zu einem legendären Schatz. Aber nur jemand, der vollkommen reines Herzens ist, kann es öffnen. Aber sie selbst. Wenn es eine wie ist, es berührt, passiert gar nichts. Oh. Wenn du es schaffst, das Kästchen zu öffnen, soll sein Inhalt dir gehören. Hihihi. Na los, nimm es. Ein kleiner Versuch kann da nichts schaden. Ja. So sieht's aus, ne? Boah. Die Post ist da. Hey Mario, Prinzessin Peach hat dir geschrieben. Ich darf den Brief doch bestimmt vorlesen, oder? Also gut, mal sehen.
kann man so viel lesen. Hallo Mario, ich befinde mich gerade auf einer Reise durch die Provinz des Pilzkönigreichs. Auf dieser Reise fiel mir eine seltsame Karte in die Hände. Angeblich eine Schatzkarte. Ich habe sie in einem Kästchen gefunden, das mir eine Marktfrau in Ruling gab. Aber ich wage es nicht, mich allein auf die Suche nach dem Schatz zu begeben. Deshalb möchte ich dich bitten, mich auf der Schatzsuche zu begleiten. Die Schatzkarte schicke ich dir mit diesem Brief. Bitte nimm die Karte und komm hierher. Ich erwarte dich am Hafen von Ruling. Deine Pete. Na, ja, muss jetzt erstmal den Kaminkalender schauen, vielleicht haben wir ja schon was vor. PS, ich höre auf das. Ja, vielleicht haben wir ja schon was vor. Tatsächlich, Mario, in Umschlag steckt eine alte Karte. Sieh dir das nur an. Paper Mario, die Legende von Erwin-Tor. Prolog. Willkommen in Rohlingen. Okay. Hey Meister. Moin, Meister. Aufwachen! Ruling ist schon in Sichtweite. Du wolltest, da wolltest du doch hin, oder? Ja, ja, schon. Eigentlich war es immer ein Ziel. Wir legen auch gleich an. Alles klar für, deinen kleinen Landgang. Schätze, die Landung hat sich ein wenig verzögert. Tut mir erst leid. Aber bist du ganz sicher, dass du ausgerechnet hier von Bord gehen willst? Weißt du das nicht, was ich dir unterwegs über Ruling erzählt habe? Was, am Hafen wartet eine Prinzessin auf dich? Verstehe. Wenn du das so siehst, kann ich dich wohl nicht aufhalten. Aber pass gut auf dich auf und viel Glück. Okay, ja, dann willkommen in Ruling, würde ich mal sagen, ne? Da war doch mal, was es hier so gibt. Auf jeden Fall mal das Ding hier. Das ist elementär wichtig, weil überall, wo das ist, tun wir safen. Ne, das ist ein Powerblock, da kann man speichern, wurde gerade angezeigt. Falls du dann vom Titelbildschirm aus weiterspielen möchtest oder es gar Game Over für dich heißt. Dann kannst du jederzeit dein Spiel von deinem letzten Speicherpunkt aus fortsetzen. Auf jeden Fall solltest du diese Blöcke nutzen, sobald du sie siehst. Was hier natürlich nicht gibt, im Gegensatz zu dem ersten Teil, den wir gestern gespielt haben, weil er war ja auf der Nintendo Switch N64-Dings, ich sag mal, emuliert, dass man jetzt einfach so ein bisschen Trimmer abspeichert oder so. Das geht hier jetzt natürlich nicht. So, was ist das? Was wollt ihr von mir? Was soll das? Tu nicht so scheinheilig. Läufst du einfach hier herum und fragst den nach Sternjuwelen. Wir haben dich durchschaut. Erzähl uns sofort, was du darüber weißt. Lass mich in Ruhe, ich habe euch überhaupt nichts zu sagen. Du kleine Rotznase, dir werden wir eine Lektion erteilen. Los Männer, bringt die Göre in unser Hauptquartier. Ein klüger Sachzug, Oberst Gruselos. Aber halt, lass das sein. Die anderen sollen tun keiner Kraft ein, aber wir greifen ein. Wir setzen uns im Beistander-Effekt und greifen ein. Mit euch gehe ich jedenfalls nicht mit, Basta. Und du, Schnauzbart? Los, was sieht es, oder willst du hier nerven? Du willst nicht? Dann werden wir das eben auch erstmal mit... Dann werden wir eben erstmal die eine Lektion erteilen. Jetzt gibt's auf Maul, was? Nein. Es wird gekämpft. So, Flucht in diesem Kampf ist möglich. Okay, das klingt schon mal sehr gut. Jetzt beginnt ein Kampf. Du musst diesen Kerl auf alle Fälle schlagen. Details erkläre ich dir später.
Im Kampf kannst du Sprung und Hammer einsetzen. Machen wir erstmal klassischen Sprung. So macht man das. Gib diesem Kapuzenmann Saures. Gut, da kann auch uns Saures geben. Machen wir mal Hammer. Okay, das ist alles. Gleich so wie der letzte Teil. Nur, dass man direkt, glaube ich, die Special Attacken hat, wenn ich das alles täusche, ne? Weil, machen wir nochmal Hammer. Aber die kann man ja aufladen. Und dann, wenn es leuchtet, haut man gleich volle Garde drauf. Gleich hast du ihn. Jetzt nur nicht nachlassen. Nee, natürlich ist nicht. Wir können zwar auch Schaden erleben, aber bei uns hält sich das noch in Grenzen. Und jetzt haben wir ihn nämlich auch erwischt. Sehr schön. Wir haben Sternpunkte bekommen, jawohl. So ist das. Geschafft. Du erhältst Sternpunkte. Sternpunkte sind diese kleinen Dinger hier. Okay. Gut, gut, gut. Dort oben werden die Sternpunkte angezeigt, die du erhältst. Für jede 100 Sternpunkte steigerst du ein Level auf. Merke dir das gut. Okay, okay. Oh yeah, so sieht's aus. Gut, du bist ziemlich stark. Da hilft wohl nur noch... antreten. Ah ja, ja, jetzt haben wir hier ganz viele von den Dingern. Ich glaube, das wird nicht gut enden für mich. Schnell, hierher! Du musst das hinter mir, bevor die Truppe irgendwas merkt. Natürlich auch sehr smart. Lass mal die aber mal weitermachen. Die werden nochmal wiederkommen, habe ich so einen Eindruck. Also, wir werden es mal hier nicht sehr herzenswärmlich empfangen. Nee! Halt! In welche Richtung sind die beiden abgehauen? Ich weiß, das ist keiner. Verdammt, diese Typen sind uns entwisst. Aber das ist sehr belastend, wenn die einen entwissen. Das ist sehr belastend. Na jedenfalls Dankeschön. Ohne dich hätte ich nicht so leicht fliehen können. Und das ist deine ganz persönliche Leistung. Ich heiße Gumbrina und ich bin Studentin im 5. Semester an der Gumpa-Universität. Und du, wer bist du? Ich bin Mario. Mario, du bist dieser Berühmte, dass ich dich hier treffe. Aber du scheinst auch gerade erst angekommen zu sein. Das ist oben ein Trick. Lass mal das mal. Also, die Stadt ist irgendwie unheimlich. Überall lungern seltsame Truppen herum. Aber was kann man von einer Stadt namens Rulingson anders erwarten? Wenn es hier nicht diese legendären Sätze gäbe, wäre ich niemals gekommen. Du suchst auch nach dem legendären Schatz, kann man so sagen. Moment mal, was soll das denn heißen? Das ist eine Schatzkarte. Wo hast denn du die her? Mit Prinzessin Peach? Oh, bist du das, Mario? Was für ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier treffen. Ja, hahaha. Was machst du eigentlich an diesem unglücklichen Ort, unglückseligen Ort, Mario? Was? Prinzessin Peach hat dir einen Brief und eine Schatzkarte geschickt. Und ihr wollt euch am Hafen von Ruling treffen, ne? Du willst wissen, wo Prinzessin Peach ist? Das wollte ich dich gerade fragen. Wir haben nur hier angelegt, um die Treibstoffvorräte des Schiffs aufzufüllen. Und als es einen kurzen Moment unaufmerksam war, ist Peach einfach verschwunden. Und ich sagte natürlich, sie würde gleich zurückkommen, so wie immer. Aber diesmal ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Aber jetzt bist du ja hier. Es wird bestimmt wieder alles gut. Du findest Peach bestimmt. Mir ist das so viel Aufregung. Also Mario, bitte, find Prinzessin Peach. Ich werde mich inzwischen in das Toadhaus dort drüben etwas ausruhen. Übrigens Mario, wenn deine KP, Kraftpunkte, zur Neige gehen, dann solltest du in ein Toadhaus gehen. Dort werden deine KP wieder hergestellt. Und was mich angeht, diese fürchterliche Stadt ist wirklich so viel für mich. Wirklich unglaublich. Okay, Prinzessin Peach, ist das nicht die Prinzessin aus dem Pilzkönigreich, die du immer retten musst, wenn dieser komische Bowser sie entführt?
so jetzt aus. Und du sagst, die Prinzessin hat die Karte gesickt. Aber wo mag die Prinzessin nur sein? Vielleicht konnte sie es doch ist abwarten und ist schon alleine auf der Schatzsuche. Auf alle Fälle solltest du erstmal mit mir kommen. Ein Professor von meiner Uni ist zur Forschung über den legendären Schatz hier. Wir sollten ihm die Schatzkarte auf jeden Fall zeigen. Und auf der Suche nach dem Schatz werden wir sicher auch die Prinzessin finden. Wunderbar, Mario. Dann suchen wir also jetzt gemeinsam weiter. Cool, Kumbrina gehört zum Team. Kumbrina hat folgende Fähigkeiten. Zuweilen erscheint in der Nähe von Charakteren oder Dingen über Kumbrina ein Symbol. Drücke in einem solchen Fall X, um mehr über den Charakter oder das Objekt zu erfahren. Okay, dann drücken wir mal X. Das ist Gumbu, ein Gumba. Dauernd glaubt er, dass ihn irgendwer betrogen hat. Finde ich gut. Drücke X und sie gibt dir Infos über Orte, Personen, andere deiner Umgebung. Drücke X, um mehr über einen Ort zu erfahren. Ja, okay, das macht. Ich vergleiche es immer ganz gern mit dem ersten Teil, den ich mal gestern ja am Livestream ein bisschen angesagt habe. Du hattest gewisse Ähnlichkeiten. Ein ganz schöner Betrieb hier. Aber ob das alles ehrliche Bürger sind, ich glaube es kaum. Was behältst du so nützliches Wissen? Versuche es, Fähigkeiten zu nutzen, wann immer du kannst. Damit endet diese Einführung. Weißt du nun, wie du Kumbrinas Fähigkeiten nutzen kannst? Das kriege ich hin. Kumbrina kann dir aber auch im Kampf sein nützlich sein. Jetzt wird's wichtig. Sie kann nämlich Gegner mit einer Kopfnuss angreifen. Und mit dem Scanner findet sie Infos über Besonderheiten und kapiert auch Gegner für dich heraus. Gut, das scheint mir sehr nützlich zu sein. Das ist super. Suchen wir zunächst einmal nun den Professor. Ich bin nämlich auch gerade angekommen und habe keine Ahnung, wo er wohnt. Übrigens, Professor Gumba sieht so aus. Ach, bevor ich es vergesse, falls du von jetzt an irgendwann mal nicht weiter weißt, drücke einfach ZL. So kann ich mal wissen mit Detailen, um herauszufinden, was wir als nächstes tun sollen. Clever, oder? Also, ZL, lass uns Professor Gumba suchen. Ich weiß, dass er irgendwo hier in der Stadt wohnt. Okay, das machen wir. Zuallererst sollten wir aber vielleicht tatsächlich mal hier, war das nicht das Torthaus? Oben? Ich weiß es nicht. Und die einfach ganz fress mal nach oben gehen. Jawohl. Wenn wir jetzt mit den Torts pressen, können wir es bestimmt hinlegen und uns wieder auffüllen, ne? Also, willkommen im Torthaus. Ein wenig Ruhe erfrisst Geist und Körper. Willst du für 5 Münzen nicht hier ausruhen? Was, das kostet hier auch noch Geld. Aber hilft ja nichts. Wir haben ein paar. Okay, das hat beim alten kein Geld gekostet, aber okay. Wir müssen das machen, weil wir haben beim alten Leben verloren. Und die müssen wir jetzt, also beim letzten kämpfen, die will ich ja ganz gern wieder haben. Deswegen sind wir jetzt ausgeruht. Und das passt. Ja, okay, aber das 5 Münzen kostet, da findest du wieder Fress. Aber that's the business. Gut, dann gehen wir mal wieder raus mit den anderen, können wir uns dann demnächst unterhalten. So, und hier ist ein Speiserpunkt. Heißt, Speise haben wir auf jeden Fall. Und das, liebe Leute, war's für den ersten Part von Let's Play. Ja, Paper Mario, die Legende von Untor. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut und ciao!